Heute eine neue Folge von Angeschaut und Ausprobiert und am Anfang, wie gehabt, mit der Spielauswahl. Und es ist Mystic Saga. Okay, Mystic Saga ist also auch ein Wimmelbildspiel, also Hidden Object Game und will etwa 360 MB installieren und 260 MB runterladen. Also kann ich in Kürze in das Spiel starten. Ja, das Spiel ist auch von 5BM Games, von denen ich ja auch schon das Hidden Object Adventure gespielt habe und auch das Lost Lands Mahjong, auch wenn es damals einige Probleme gab. Und Clovertail war auch von denen. Also mal schauen, wie spannend die Umsetzung bei Mystic Saga ist. Und wie stark es dann letztlich dem Hidden Object Adventure Lost Lands Konkurrenz machen kann. Our story takes place in a time when dragons and phoenixes roamed the skies. Mages and werewolves walked the earth. And the sub-celestial world was ruled by overlords who believed in the ancient prophecies. One of these prophecies foretold that a child would appear and be sentenced to death from birth. Nature itself conspired to save the child, carrying it far away over snowy mountains, impassable forests, and scorching deserts, to a place where nobody could find him, to the home of a poor family, a place where he would grow and become the person who, according to the prophecy, he must become. 17 years later. Ja, die Aufmachung, auch wenn die Farben etwas anders gewählt sind, sehen doch schon sehr ähnlich aus wie zu Lost Lands. Also es wird sozusagen die gleiche Spieloberfläche verwendet. Das Spiel ist anscheinend noch nicht in Deutsch übersetzt, also halt etwas Englischkenntnisse notwendig. Aber normalerweise nur ziemlich wenig, weil meistens sind die Spiele dann doch recht selbsterklärend. Also ich bin jetzt gerade 17 geworden und muss natürlich jetzt meiner Bestimmung folgen, indem ich alles in Ordnung bringe, was in irgendeiner Form im Chaos versunken ist. Also dann, auf in die erste Runde. Also ich soll eine Pitchfork, einen Throwing Star und eine Cannon sammeln. Mal schauen, Pitchfork müsste irgend sowas wie eine Gabel sein. Auf jeden Fall liegt hier schon einiges Zeug rum und Throwing Star dürfte wohl hier der Ninja-Stern sein und die Kanone, die da hinten. Naja, mal schauen, ob das passt. Ja, okay, die Kanone zeigt ihr mir selber. You can use this to find... Ja, muss ich holen. Ja, das war auch schon klar, dass es das ist. Super, jetzt ausgerechnet die Pitchfork. Ist genau das, wo ich nicht sicher gewesen wäre, welches Item das ist. Aber hier, diese Mistheugabel oder was auch immer, sieht dann doch schon danach ganz gut aus. Okay. Ja, klar, die Energie ist logisch. Jetzt werde ich hier wahrscheinlich wieder überall zwangsweise durchgeleitet, bevor ich hier irgendwas anderes machen kann. Naja. Okay. Gleich wieder auffrischen, obwohl ich dann ziemlich schnell aufsteige und das Ganze eh angefüllt wird. Aber gut. So, also ich soll die Smithy Location untersuchen, bekomme dafür 50 Erfahrungspunkte, womit ich dann auch ziemlich schnell wieder aufsteige. Okay, diesmal sozusagen der Schattenmodus, Bügeleisen, Apfel und Teekanne. Ein Zeitfenster läuft hier anscheinend noch nicht mit. Das heißt, ich kann hier jetzt noch recht entspannt suchen. Also die Teekanne. Ah, okay, aber es gibt so einen Bonus-Multiplier. Das heißt, es wäre sinnvoll, die Sachen erst zu finden und dann anzuklicken.
Also, jetzt fehlt noch der Apfel und das Bügeleisen. Okay, da oben, das könnte der Apfel sein. Und fehlt jetzt nur noch ein Bügeleisen. Das ist das da. Ja, das heißt, dann kriege ich ein bisschen Goldmünzen dazu. Ja, der erste Task ist abgeschlossen und ich bekomme dann nochmal Erfahrungspunkte und Gold. Ja, und schon bin ich auf Stufe 2 und konnte die Energie nicht wirklich ausgeben oder nicht verspielen. Ja, okay, Interact with Character. Okay, ich soll den zweimal Hufeisen austauschen lassen. Hoffentlich habe ich schon zwei. Nummer 1 und wann taucht der wieder auf? Gut, da ist der Charakter. Okay, da ist er wieder. Und jetzt bräuchte ich aber mehr Hufeisen. Das heißt, wo kann ich die denn bekommen? Also in der Smithy. Na gut, dann machen wir da gleich mal die nächste Suche. So, also wieder Schattenmodus. Also Kerzenleuchter, Pfeife und Schaukelpferd. Schaukelpferd ist dort hinten. Eine Pfeife. Meine Güte, auf jeden Fall ist es ja echt ein totales Chaos. Bis hier erstmal so der Durchblick ist, was es so alles an Gegenständen gibt. Das wird noch eine Weile dauern, aber das ist immer so am Anfang erstmal die Gewöhnung. Okay, hier ist der Kerzenleuchter, Schaukelpferd. Was war noch? Die Pfeife. Aber das gehört eben am Anfang dazu, sich erstmal auf so ein Wimmelbildspiel einzustellen. Ja, da verdeckt er gleich so ein ganzes Objekt, aber das ist auf jeden Fall nicht die Pfeife. Ah, da unten ist die Pfeife. Also Pfeife, Kronleuchter und Pferd. Gut, also ein Hufeisen habe ich gefunden. Damit kann ich mit dem Typen dann das zweite Mal interagieren. Wobei es die Frage ist, ob das schon sinnvoll ist, das zu tun. Ja, jetzt komme ich aus dem Fenster nicht raus. So, jetzt bin ich aus dem Fenster nur rausgekommen, indem ich das Spiel einmal zumache, damit ich die nämlich noch nicht abgebe und stattdessen lieber hier in den beiden Bereichen noch meine Punkte ausgebe. Weil hier kann ich noch 5-mal spielen, das heißt, allein hier bekomme ich schon 100 Erfahrungspunkte, wenn ich die geschafft habe, mindestens. Und hier kann ich zumindest noch 3-mal spielen, das wären dann 90. Naja, dann schauen wir erstmal, dass ich hier in dem Ex, dass ich die Zeiten dafür nutze, damit ich auch möglichst meine Energie maximal ausnutzen kann. So, Skull, Laterne und Shield. Ja, was, also das Schild dürfte wohl das da sein, der Totenschädel und jetzt brauche ich noch eine Laterne. Das dürfte die da sein. Also Laterne, Schild und... Oh, da bekomme ich sogar Energiepunkte dazu. Also es gibt auf jeden Fall interessante Boni, dass ich jetzt schon wieder 2 Energiepunkte mehr habe. Naja, auf jeden Fall erstmal so weitermachen, bevor ich dann wieder aufsteige. So, dieses Mal das Schild. Da hinten wieder der Wurfstern und das Horn. Jawohl. Okay, das heißt, die Boni verstärken sich. Das heißt, beim ersten Mal bekomme ich Pfeile bekommen, dann noch Erfahrungspunkte dazu. Und das verspricht interessant zu werden. Das heißt natürlich auch, dass ich hier ziemlich schnell jetzt aufsteigen werde, ohne die Zeit wirklich komplett nutzen zu können. Aber jetzt 20 Punkte geht auf jeden Fall noch. Fansättel und Mask. Okay. Ein Fan ist doch sowas wie so ein Wedelteil. Oder ein Lüfter. Wahrscheinlich, weiß ich, ob das da auch als Fan bezeichnet wird. Wenn, dann wäre ich jedenfalls mit dem anfangen, das anzuklicken. So, der Sattel dürfte wohl das da sein. Schwer zu sagen. Und eine Maske. Das dürfte die da unten sein. Okay, mal gucken. Fan, Sattel, Mask. Jawohl, hat gepasst. Naja, ist immer so ein bisschen Interpretationsspielraum. Daytime Item Name Search. Ah ja. Und das sind die verschiedenen Modi. Mal gucken, wie schwierig die dann noch werden. So, 229.
Ah, hier ist jetzt der andere Modus, Schattenmodus, Nachtmodus. Nighttime Name Search. Okay, also Nacht- und Namenssuche. Ach je. Ah, und toll. Und jetzt beginnt auch schon das mit dem Zeitbonus. Na super. Okay, also gerade mal 1,5 Minuten, um eine Nase, eine Axt und ein Messer zu finden. Das ist mit der Entspanntheit dann auch gleich wieder schnell vorbei. Weil irgendwie habe ich jetzt gar keine Vorstellung, was jetzt eigentlich die Sachen sein sollen. Okay, das Messer, die Axt, immerhin. Aber was soll jetzt noch die Nase sein? Okay, bevor ich es gar nicht finde. News. Aha, okay. For next rank you need 20 Explore Cabin. Your reward is to send energy. Okay. Und damit bin ich da jetzt auf Stufe 2 von 10. Each time you explore, you higher your mastery, more experience coins you gain from exploring, your chance to find items also increase. So, von den Items, weil das andere steigert sich ja nicht. Okay, das heißt, da bekomme ich jetzt 15 und 30. Das heißt, da übersteige ich jetzt auf jeden Fall den Bereich. Dann gehe ich hier nochmal rein und mache hier auch noch eine Stufe. Ah ja, hier drüben läuft auch schon die Zeit. Hab gar nicht gesehen, seit wann die Zeit angefangen hat zu laufen. Also Sickle, Origami und Wheel. So, das Rad dürfte das da wohl sein. Sickle ist es nicht sicher. Und Origami. Ah, das da. Also nehmen wir mal das. Das Rad und die Sichel. Okay, alles gefunden. Und schon wieder eine Stufe weiter. Das heißt, jetzt denke ich, kann ich ganz gut das Ding abgeben und die 50 Erfahrungspunkte einsammeln. Es geht ja auch darum, dann hier die Missionen freigeschaltet zu bekommen, damit ich sehe, wo ich die Sachen suchen soll. So, die Kamille ist hier und die andere ist wahrscheinlich hier drüben, genau. Und hier soll ich jetzt noch 3 Arrows, okay, die habe ich schon. Und einen Katana soll ich finden. Das gibt es auch hier. Gut. Dann werde ich erstmal mit dem Smithy anfangen. Nachtmodus. Also Origami, Pick, Brechlet. Oh. Da ist eine Minute schon wieder recht knapp und ich glaube, das ist mir dann auch schon wieder etwas zu stressig. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Pickaxe? Genau. Okay, und damit auch Level 2 und ich habe zumindest das erste Teil gefunden. Und jetzt noch ein zweites Mal. Okay, Schattenmodus. Und jetzt habe ich schon 5 dabei zu suchen. Also das dort. Dann die Axt wieder, die Leiter, ein Becher. Sind das diese Klapperlatschen? Dann muss ich eigentlich alles haben. Das, das, das. Der Becher und da oben der Becher. Gut, damit habe ich auch das zweite gefunden und sogar ein zweites von diesen Elementen. Okay, jetzt heißt es aber erstmal noch wieder hier Energie verbrauchen, bevor ich dann da irgendwie wieder aufgeladen werde. Also, Level 2. Pilz. Hut. Das da. Der Hut. Der Pilz.
Die Laterne ist auch klar. So, jetzt fehlt mir nur noch dieses Rosending da. Ah, das könnte das da sein. Also, das Pilz. Was auch immer diese Figuren jetzt für Boni waren. Auf jeden Fall habe ich die Kamele auch gefunden. Jetzt habe ich noch zweimal die Möglichkeit, hier die Level zu spielen. Und, okay, das kostet schon 20. Dann spiele ich lieber das hier zuerst. So, Stump, Doll, Yin Yang, Toad und Türkisch Coffee Pot. Also Yin Yang ist da unten. So, die Puppe ist wahrscheinlich das dort. Der Frosch ist da drüben. Der Stump ist doch bestimmt so ein Trinkgefäß. Ist das der türkische Kaffeepot wahrscheinlich? So, dann ist nur noch die Frage, was der Stump ist. Naja, dann fangen wir mal an und ich lasse das letzte wieder suchen. Also, Yin Yang, Doll, Frosch, der Kaffeepot. Und das letzte. Ah, okay, der Holzklotz einfach nur. Jetzt noch eine Runde. Smissy. Teapot. Brot. Brot. Sickel. Die Sichel ist auch schon wieder woanders. Also das Wheel. Der Daddle ist, weiß nicht, ob das Ding da ist. So, der Teapot ist da unten. Teapot, Brot, Sichel. Hatte die Sichel nicht eben schon gesehen? Da hängt die Sichel. Das Rad habe ich schon. So, Teapot, Brot. Okay, was sind die Lädel? Ah, eine Schöpfkelle. Okay. Gut. Damit fehlen mir gerade mal 120 Punkte bis zum nächsten Levelaufstieg. Mal schauen, ob die zusammenkommen. 60. Und 60. Oh, es fehlen gerade mal noch 30 Punkte. Ja, mal gucken, was ich jetzt hier anstellen soll. Also ich soll einen Saphir finden, den es dann wieder in der Kabine gibt. Und ich soll eine Location forschen. Einmal den Marktplatz. Der ist jetzt neu freigeschaltet. Und der kann hier gefunden werden. Gut. Ja, jetzt kann ich mir überlegen, dass ich einmal mit einem von denen hier interagiere und dann sollte ich aufsteigen. Oder auch nicht. Was, so wenig gibt's da bloß? So wenig Punkte. Ich will doch mit dem agieren. Okay, bei dem hat es aber jetzt gereicht. Aufstieg hat geklappt. So, jetzt habe ich nochmal 90 Punkte, um mich in den anderen Bereichen hier umzutun. Also jetzt brauche ich erstmal diesen Geldbeutel, um das nächste Level freizuschalten. Eine Spinne, die habe ich da schon gesehen. So, Eisen. Ja, immer was immer auch Eisen sein soll. Rolling Pin. Super. So, die Wassermelone, die lag immer hier vorne irgendwie rum. Da hinten liegt sie. Das Brot hat man schon. So, Iron. Ah, okay, das ist das Ding. Dann das Brot, die Wassermelone. Ah ja, die Spinne hatte ich noch gewusst. Okay. So, jetzt ist noch die Frage, was der Rolling Pin ist. Tja, dann sag mir. Ah. Okay, das ist ein Rolling Pin. Ja, das Englisch hilft, wenn man weiß, wie diese komischen Gegenstände benannt sind. Gut, damit kann ich jetzt hier in den Marktplatz rein und auch dort eine Erforschungsrunde machen. Beziehungsweise, ja doch, der ist ja erst freigeschaltet, wenn ich ihn einmal untersucht habe. Also auf geht's.
So, Skull, Gasburner, Maracas, das sind solche Schütteldinger, glaube ich, oder? Die da unten. A-Ball. Okay, der da drin. Lobster, da hinten. Also gut, ein paar habe ich schon gefunden. So, Lobster, Eyeball, Skull, Maracas. Okay, das sind nicht die Maracas. Den Gasburner. Keine Ahnung. Ah, der da unten. Klar, Gasbrenner. So, welches von euch sind jetzt die Maracas? Das sind doch solche Schüttelteile, oder? Oder sind das irgendwelche Früchte, die gemeint sind? Ne, da, Maracas. Doch, solche Schüttelteile. Okay, weiter geht's. Wieder Mission abschließen, weil jetzt komme ich mit den Punkten eh nicht so dicht dran, dass ich das noch rechtzeitig wieder bis zum nächsten Aufstieg schaffe. Was kommt da dazu? Code of Jaw Laws finden. Auch im Marktplatz. Okay. Dann gibt es hier Explore Locations, Cabin by Night, Smithy by Night, Market by Night. Also alle drei sollen einmal bei Nacht gemacht werden. So, das ist anscheinend der Schattenmodus bei Tag und der Buchstabenmodus bei Tag. So, und hier soll ich jetzt weitere Zutaten finden. Einmal hier und natürlich einmal hier. Klar. So, die lässt sich jetzt am schnellsten abschließen. Das heißt, die mache ich auch zuerst. Also Käse, Hammer, Spoons, Guide und Goblet. Super. Also Spoon ist doch auch wieder irgend so eine Nadelding. Ist das das Teil? Goblet. Ja, ich glaube, da muss ich dann doch einfach mal wieder an einigen... Na, Spoon ist die Gabel hier unten. Gabel, Hammer, Käse. So, jetzt ist noch die Frage, was das Guide ist. Ah, okay, das war jedenfalls irgendwas. Das war das Goblet. Ach ja, genau, das heißt ja auch... das ist nicht die... Verdammt. Okay, also das war nicht die Gabel. Und das da hinten war die Gabel auch nicht. Spoon oder Spoon erlöffel. Okay, das war die... Das Teil. Okay, nächste. Ah, super, Holzlöffel. Klasse. Okay, also dann... Completed. Nächste Mission dazu bekommen. Rote und blaue Seide. Ja, gibt es beides hier zu finden. Prima. So, den brauche ich nur an einer Stelle zu finden. Gut, dann kann ich gleich hier weitermachen. Und mal sehen, was hier diesmal davon gefunden ist. Also den Stump weiß ich ja jetzt, ist das Ding. Die Rose hatte ich vorhin schon mal. Die liegt jetzt hier vorne. Dann das Wedelding. Also Stump, Wedelding, Rose. So, jetzt fehlt mir noch das Nest und die Axt. So, die Axt ist das da hinten, hoffe ich. Und das Nest, ein Vogelnest in irgendeiner Form. Ah, okay, das ist das Vogelnest, dann kann ich jetzt die anderen Sachen machen. Und alles erwischt. Was auch immer wieder die ganzen Boni waren. So, damit habe ich jetzt gleich 24 Punkte schon zusammen und habe die Mission schon wieder abgeschlossen. Und natürlich gibt es sofort die nächste. Das heißt, ich soll dreimal Jade finden und die finde ich auch hier. Gut. Muss ja eh noch die beiden Sachen finden. Dann kann ich hier gleich nochmal 15 Punkte ausgeben. Dann kann ich gleich noch eine Mission abschließen. So, die Kanone, das Messer. Hat vorhin hier dazwischen gesteckt. Dann der Hut, der Stomp. Der Stomp habe ich gesehen. Der die Kanone ist hier aufgemalt. Der Ninja-Stern. Wenn man es erstmal gefunden hat, ist es immer unglaublich, genau da ist er, wie leicht man oder wie schwer man sich tut, solchen offensichtlichen Sachen zu erkennen.
So, also drei Sachen habe ich jetzt. Jetzt fehlt noch der Hut und das Messer. Also irgendwie verliere ich langsam die Konzentration. Ah, der Hut liegt hier umgekehrt. Einfach mal anfangen und dann kommt der Rest schon. So, jetzt habe ich noch 20 Sekunden, um dieses komische Messer zu finden. Also gut. Aha, super. Ja, wenn man so nach und nach dann erstmal die Verstecke kennt, dann wird es auch wieder einfacher. Aber dazu muss man sich halt erstmal ziemlich auf so ein Spiel wieder einlassen. Und die ganzen Locations erkunden und sich dann merken, was wo überhaupt stattfindet. Gut, damit denke ich, sind wir für die Folge durch. Weil mehr dürfte es jetzt sowieso nicht spielbar sein. Oder dass ich irgendwie noch besondere Klimmzüge machen müsste. So, 20, 20 und 15. Naja, das würde nur noch anderthalb Minuten dauern. Mal gucken, ob ich noch irgendwas... Okay, ich habe noch 10, 50 Energy. Nee, aber ich denke, ich lasse es bei der Sache bewenden. Ich denke, es gibt einen ganz guten Eindruck darüber, wie das ganze Spiel aufgebaut ist. Und klar, es gibt wieder verschiedene Locations, in denen dann die Sachen ja, zu finden sind. Aktuell gibt es im Moment 4 Spielkombinationen, also einmal der Tag-Nacht-Modus und das andere ist dann einmal mit Buchstaben, einmal mit Schatten. Wer weiß, ob hier dann noch mehr dazu kommen. Mal gucken, bei den Achievements steht da bestimmt was dazu, weil im Nacht-Modus, im Silhouetten-Modus, dann, okay, schiefgelaufene Explorations, Locations unlocked. Wahrscheinlich gibt es hier dann zumindest nicht so viele Spielmodi, wie zum Beispiel bei Panic Room, wo ich jetzt bei Level 30 auch ausgestiegen bin, weil das dann mit den Spiegelbildern und der rasanten Zeit einfach zu stressig geworden ist. Einfach keine Lust, mich da so einzulassen. Weil immerhin soll das Spiel ja auch Spaß machen und ein bisschen entspannt sein, anspruchsvoll, aber nicht stressig. Und wenn das dann alles nur in Hektik ausartet, finde ich das halt einfach nicht so spannend. Genau, also hier sind auch wieder so die klassischen Achievements natürlich mit dem Ganzen. Und ja, im nächsten Level ist dann auch die Energie wieder um 1 aufgestiegen. Und ja, hier sind dann die ganzen Trader, beziehungsweise eigentlich die werden ja gejagt und die anderen werden diesmal Sachen ausgetauscht, also eher Händler, die dann nicht so einfach weggescheucht werden. Wobei Spinnen klingt dann doch wieder eher, als ob die weggescheucht werden. Aber gut. Da ist die Frage, warum ist eigentlich bloß bei dem ersten so ein Pfeil nicht drauf? Weil eigentlich müsste hier ja der Pfeil drauf sein, mit dem das dann umgetauscht wird. Aber gut, das so zu den ganzen, die freigeschaltet werden. Und genau, hier sind dann schon die Kabinen, das heißt Stufe 1 bis Stufe 5. Wobei das sind, glaube ich, jetzt eher die Achievements-Stufen, weil ich glaube, bei den Dingern selber gibt es, oder es sah zumindest so aus, als hätte es dort 10 Stufen gegeben. Aber mit anderthalb Minuten oder etwas über einer anderthalb Minuten ist mir das doch schon alles recht knapp. Und noch eine Runde zum Abschluss. So, Fan, Skull, Kokosnüsse. Die liegen da oben. So, das Horn hängt wieder da oben und der Strom ist da. Okay, dann müsst ihr jetzt alles haben. Also, Fan, Skull, der dort, das dort, das, alles eingesammelt. Gut, zwar noch nicht aufgestiegen, aber gleich nochmal eine Runde fertig. Wenn euch die Wimmelbildspiele Spaß machen, habt ihr hier jedenfalls eine weitere Möglichkeit, dort einzusteigen. Und so wie ich es gezeigt habe, am besten möglichst effizient hier die Energie nutzen, dass man möglichst viele Aufgaben abschließt, die man dann erst abgibt, wenn man sie unbedingt braucht. So, zum Abschluss noch meinen Namen dort an der Stelle. Also am sinnvollsten ist es dann immer rechtzeitig die Energie runterzuspielen, bevor der nächste Levelaufstieg bevorsteht. Im Moment fehlen mir noch fast 300 Punkte, bevor es dann wieder aufgefrischt werden würde und ich dann auch schon 100 Energiepunkte bekomme.
Aber jedes Mal, wenn eben die Level eine Stufe aufsteigen, dann wird es hier auch um 5 Energiepunkte teurer, weil am Anfang waren es ja auch schon 10. Mit 3 wird es hier dann schon auf 20 steigen. Soweit das Wimmelbit-Spiel Mystic Saga heute bei Angeschaut und Ausprobiert und bis zur nächsten Folge. Tschüss!